Und ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator. Lang ist es her, tatsächlich. Ja. Dann würde ich mal sagen, müssen wir erst mal gucken, was wir letzte Folge überhaupt gemacht haben. Oh, schön alter Wagen. Kann nur aus Russland kommen. So, wir haben. Wow, gerade mal 10.000 Euro auf der hohen Kante. Okay. Ja, bei Atessa haben wir schon 86 LKWs. Hier haben wir gerade mal 46. Gut, wie viel? Wir haben noch weniger als die Hälfte. Oder? Nee, wie viel? Nee, doch. Wir hatten bei. Bei ATS hatten wir 3,5 Millionen jetzt am Ende der 240. Folge. Wir sind ja also wieder 16 Folgen voraus zu jetzt hier. Ja. Haben wir hier eine Strecke gehabt, die wir gefahren sind? Nö, wir standen einfach nur dumm rum. Okay, das ist ja gut. Die Frage ist, bei ATS habe ich ja die letzten Folgen damit verbracht, einfach mit ein bisschen freier Fahrt rumzufahren. Um mal so ein paar Strecken abzuklappern, wo, ne, so wie hier, wo noch viel grau ist. Hier ist aber echt eine ganze Menge noch grau. Also hier ist noch extrem viel grau. Hier sind gerade mal zwei Strecken bisher immer gefahren. Gut, hier hinten geht's einigermaßen. Ja doch, hier hinten ist relativ viel gelb. Hier ist bereits alles gelb. Da brauchen wir definitiv nicht mehr hinfahren, weil die haben wir alles erkundigt. Jede einzelne Strecke haben wir erkundigt. Da müssen wir also nie wieder hinfahren. So. Und hinten ist auch noch eine ganze Menge unerkundet. Das ist natürlich die Frage, ob wir einfach mal ein bisschen, hier auch ein bisschen freie Fahrt machen. Ich meine, anbieten würde es sich ja, ne? Dann würde ich einfach da lang fahren. Am Ende. Ich gucke mal, ob ich hier eine Route zusammengestellt bekomme, die einigermaßen zufriedenstellt ist. Weißt du was? Geh mal kurz kacken. Wir machen mal direkt auf der Suche nach Kameras. Ungefähr so. Schicke den natürlich hier unten lang. Ganz klarer Fall. Ich mache das auch Material nicht besser. Gut, hier gibt es allerdings gar keine Kamera. Wenn ich jetzt hier einen klicke, schickt euch garantiert wieder, ja, auch wieder auf die Strecke, wo wir bereits waren. Ja gut, also nur die Kameras auswählen geht also schon mal nicht. Ich muss da also schon ein bisschen. Gut, zurücksetzen. Wir fahren. Alter, hier gibt es ja gleich so viele Kameras. Wir fahren mal da lang. Dann fahren wir von da lang. Verdammt. Genau so. Da lang. Dann von da aus fahren wir nach da. Ja, whatever. Von da aus fahren wir dann über diesen Pass nach da. Und dann fahren wir. Hier. Das ist hier eine Strecke, Alter. Holy shit. Oh, hier ist ein Stück Autobahn. Nö, aber wir fahren mal hier außen drum rum herum. Ungefähr zu der Kamera. Bam. So. Oh, das ist schon mal eine schöne Strecke, die man fahren kann. Haben wir hier schon mal die ganze graue ein bisschen, eine schöne Streckenlinie. Ja, weil, wie gesagt, sonst fahren wir hoffentlich die Autobahn. Fahren wir jetzt mal ein bisschen was anderes. So, würde ich mal sagen. Ja, das ist mal gute Route. Let's go. It's a me, Mario. Da, 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 da.
Warum hoppelt mein LKW rum? Oder der Auflieger? Ah ja, hier hinten waren wir ja, stimmt ja. Ah, schönes Gebiet. Fertig zum Losfahren. So. Achse eingefahren, ist immer die Leerfahrt. Neu berechnen. Immer geradeaus. Und zuallererst Musik anschmeißen. So, tanken oder pennen müssen wir nicht. Sehr gut. Biege nach links ab. Ah, übrigens, auch hier nochmal LTS. Die 1.50er Version ist noch nicht draußen. Heute nehme ich auf am 10. Mai. Ne? Also wieder ein bisschen voraus. Von daher gibt es, wie gesagt, die 1.50er Version noch nicht. Es gibt auch noch keinen Release-Termin, deswegen wollte ich auch nicht warten, weil vielleicht kommt sie erst in einem Monat oder so. Ne? Ja. Ist also immer noch die 1.49. Aber ich freue mich schon auf die 1.50, denn zufälligerweise mit dem Sprung von einer 40er Nummer auf einer 50er Nummer, also Sprung in der 10er Stelle, gibt es tatsächlich auch ein sehr großes Update under the hood, muss man aber dazu sagen. War immer wieder erstaunlich, wie langsam einem das vorkommt im Vergleich zu ATS. 80 km/h sind halt echt nichts. Denn es wird das tatsächlich, freue ich hier zu, dass man diese Schranken immer nicht sieht. Prozent Schaden, ernsthaft jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken muss. Da. Aha. Dass man diese Schranken immer erst auf den letzten Meter sieht. Das ist doch Bullshit. Hallo? Naja, dann hat er nicht gespeichert. Ach, leg mir am Arsch.
Ja, zum einen wurde halt die Grafik-Engine, die wurde jetzt tatsächlich groß überarbeitet oder ist gerade in der Überarbeitung. Da soll sich wohl relativ viel getan haben. Und es soll wohl auch die Umstellung auf DirectX 12 vor der Türe stehen. Dies ist aber allerdings jetzt noch nicht vollendet, also noch läuft die Engine wohl unter DirectX 11. Aber, ja, soll denn wohl auf kurz oder lang dann auf DirectX 12 umgestellt werden. Und es wurden auch viele Performance-Sachen verbessert. Unter anderem halt, dass die Schatten jetzt besser berechnet werden. Gerade in der Nacht soll es damit wesentlich performanter laufen. Und dies und das, also so ein paar Detailverbesserungen. Ansonsten gab es noch so weniger under the hood, auch tatsächlich spürbare Veränderungen ein paar. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Line-Assistenten. Also der die Spur hält und sowas alles. Ja, also hat er schon ein bisschen was getan. Vor allen Dingen halt und under the hood halt eine Menge vorbereitender Maßnahmen. Das heißt, die Version und die nächste Version wird tatsächlich relativ spannend. Wollen uns ein paar große Änderungen erwarten. Aber wie gesagt, noch, also jetzt die nächsten 8 oder 16 Folgen werden wir erstmal in der 1.49 weiterspielen. Weil 1.50 ist noch nicht draußen. So, man geht den jetzt offen. Verstehe diese Schranken nicht. Was muss ich machen, damit sie aufgehen? Dran vorbeifahren? Ja, das geht. Okay. Deine Mutter ist ein Aufliegerschaden. Gut, ich möchte schon mal auf der Abbiegerspur. Wieder eine Suppe da oben am Himmel, ey. Am besten, wir gehen dann mal gleich mal pennen. Ein bisschen durch schlechtes Wetter ausschlafen. Kann ich hier rein? Weil sieht aus wie da die Schlafbetten. Ja doch, sieht richtig aus. Wie ist hier die Linienführung gedacht? Muss ich jetzt hier rauf? Ah, nee, das sind einfach nur zwei Parkflächen. Ah, okay. Nein, nee. Ah, das hat gar nichts gebracht.
Gut, dann fahr ich mal hier so. Oh, jetzt steht einer auf einer Spur. Easy. Eigentlich sind europäische LKW zu wendig. So. Okay, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich zweimal schlafen. Regenwetter. Ja, das ist aber schönes Wetter. Let's go. Warum habe ich den Regen auf der Scheibe? Kokain! Okay, lass uns eine neue Route finden. Warum nicht schon wieder? Just a-
nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Route neu berechnen. Neue Route finden. Ah, ja, Gymnastik oder was? Kein Problem. Okay, lass uns eine neue Route finden. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, Gleiter. Ich mag Gleiter.
zunächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oder? Sehen wir uns in der nächsten Folge denn dann wieder, wenn es dann heißt, weiter mit dem machen, ja, was wir gerade sowieso schon machen, LKW fahren.